Das hat sie sich sicher anders vorgestellt. Für ihr neues Lied erntet Schlagersängerin Helene Fischer ungewohnt heftige Kritik. Sie ist zurück. Letzte Woche machte Helene Fischer erstmals seit Beginn ihrer Auszeit Anfang Januar wieder von sich reden, trat zunächst bei Baulöwe Günther Papenburg an einer Privatparty auf und veröffentlichte ein paar Tage später ihr erstes Posting auf Instagram nach über 5 Monaten, inklusive neuem Song auf YouTube, dem englischen Titelsong »See You Again« des Kinofilms »Traumfabrik«. Doch ein Blick in die Kommentare auf dem Videoportal zeigt, sehr viele Fans haben ihre liebe Mühe mit der »neuen« Helene. Unter dem erwähnten Video mäkeln sie in den Kommentaren rum, fragen sich unter anderem, warum Fischers Mundpartie so verändert wirke. Im Video sieht es aus, als ob sie aufgespritzte Lippen hätte, findet ein Fan. Hab ich auch gedacht, pflichtet ein anderer bei. Und ein dritter ergänzt, kommt nur mir das so vor, als hätte sie sich im Gesicht aufspritzen lassen? Am meisten Missbilligung erntet aber der Song selber, der weit über 1000 Dislikes kriegt. Das Lied sei total schnulzig, klinge nach einem Abklatsch von Celine Dion. Helene Fischer habe sich damit aber auch übernommen, so das Credo. Sie sollte es beim deutschen Schlager belassen. Dieser Song ist nicht ihre Liga, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Pure Selbstüberschätzung, tobt ein Follower. Vielen geht gegen den Strich, dass die deutsche Schlager-Queen auf Englisch singt. Warum ein englisches Titellied für einen deutschen Film, fragt sich ein User. Ein anderer findet das Gebotene ein Gejaule. Hat sie die deutsche Sprache verlernt? Manche monieren zudem, das Englisch der Blondine klinge gar nicht gut. Man merkt voll, dass eine Deutsche Englisch singt, schreibt eine Userin. Ein User findet den Akzent schrecklich. Er klinge rau. Besonders brutal dieses Urteil, grauenhaft, wenn die Englisch singt. Nach 40 Sekunden ausgemacht. Immerhin, Helene Fischers Hardcore-Fans verteidigen den Song ihres Idols vehement gegen die vielen Nörgler auf YouTube. Gänsehaut pur, oder zu Tränen gerührt, schreiben sie unter den Videoclip.